Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir sind im Add-on. Und... oh, da liegt Blut. Im Add-on und bei Folge 61. Und wir sind hier einfach gerade am Erkunden, weil wir in der vorletzten Folge erst hierher gekommen sind. Also gucken wir uns jetzt hier einfach noch ein bisschen weiter um. Weil hier liegen ja schon mal super viele Pflanzen überall rum. Und eben haben wir auch noch ein paar Tränke gefunden. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Und das ist hier alles verfallen, nur noch Ruinen stehen hier. Und früher waren das alles mal Häuser. Beziehungsweise Tempel. Oh nein, bitte kein Bug. Ich häng fest. Das hatten wir schon mal. Gut, ich lade. So, hallo und herzlich willkommen zurück. Also so viele Pflanzen liegen hier. Da können wir schön sammeln. Und vielleicht schaffen wir es ja auch irgendwann noch Tränke herzustellen. Bisher haben wir noch keine Fähigkeiten für und auch irgendwie noch niemanden so richtig, der uns das beibringen wollte. Wir haben einen Lernpunkt, immerhin. Also mal sehen, vielleicht ist ja jemand bei den Piraten, der uns Tränke herstellen beibringt. Mein Hals tut immer noch weh. Ich habe mich aber trotzdem entschieden, noch eine Folge aufzunehmen. Ich trinke die ganze Zeit fleißig Tee nebenbei. Und bisher geht's auch noch. Ich bin so dumm. Oh mein Gott. Und zum dritten Mal. Herzlich willkommen zurück. Mensch, hier sind ganz schön viele Pflanzen, oder? Als ob. Wie oft habe ich jetzt schon diesen Trank eingesammelt? Mal. Also ist jetzt das fünfte Mal. Das war ja fies. Boah, ich habe mich schon ein bisschen erschrocken. Dann speichere ich mal an dieser Stelle, damit ich den Trank nicht mehr aufheben muss. Nicht noch einmal. Gut, aber dann wissen wir ja auch, dass es, wenn wir hier untergehen, dass da gefährlich ist. Ich finde das Add-on total cool. Also, da noch so eine große Nebengeschichte und ich finde sowieso Gothic 2 mega cool. Und auch, dass man dann überhaupt nochmal ins Minentag kommt, finde ich schon total cool, im ersten Teil. Und dass auch so viele Anspielungen von dem ersten Teil hier drin sind, das finde ich ja auch schon total cool. Aber dass man dann mit dem Add-on was ja auch meistens dabei ist. Also ich glaube, es ist fast schwerer, ein Spiel ohne das Add-on, also Gothic 2 ohne Add-on zu bekommen, als mit Add-on. Finde ich ja total cool, dass man dann nochmal in einer ganz neuen Welt ist und sich da auch nochmal verbessern kann. Und wir sind halt so krass, wenn wir wieder nach Hause kommen. Ich glaub's nicht. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
Na, danach ist ja das Große, was ansteht, dass wir wieder ins Minental gehen und dann zu den ganzen Lagern, also quasi einmal durchs Minental, zu den ganzen Lagern und Bericht erstatten und so weiter. Suchst du mir noch was? Such mir. Okay, er findet bisher noch nichts. Ja, ich weiß nicht. Also wenn er mir einmal was richtig Cooles findet, dann bin ich überzeugt. Aber solange das nicht passiert, bin ich noch nicht so richtig überzeugt von dem Irrlicht. Wir haben es ja einmal quasi aufgelevelt, also er kann auch Pflanzen jetzt finden. Gleich zwei. Nee, zwei schaffen wir noch nicht. Dann ziehe ich doch mal lieber die Lederrüstung an. Die hat mehr Schutz vor Feuer. Ach, da kämpft das mit? Hat es gerade mit gekämpft? Muss ich mir ja nochmal angucken. Ob das mir geholfen hat. Oh. Nein. Nein, nein, nein. Blut fliegen. Die sehen so tot aus. Leben die noch? Oder schlafen? Sieht so aus, als würden die schlafen, oder? Schlafen sie nicht mehr. Oder wieder. Okay, wir sehen vor uns den Sumpf. Oh, und ein Schatz. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Eine alte Steintafel und eine silberne Schale. Okay.
Oh, was ist dort hinten? Hast du mich auch gesehen? Dieses Grüne dort hinten? Sumpfratte. Okay. Oh, hier ist eine Höhle. Spannend. Und sind Sumpfratten? Puh. Hier diese grünen Teile. Oh, eins ist jetzt auf mich getriggert. Da ist nichts zu holen. Okay. Wir haben kein Fleisch mehr. Das ist blöd. Der denkt, dass ich meinen Bogen nicht mehr anhab. Ich lade vielleicht mal. Nicht, dass es länger bleibt. Den hatte ich an, ne? Ja. Jetzt ist er wieder da. Okay, gut. Ich hatte gerade ein bisschen Angst. Sonst hätten wir einfach einen späteren Spielstand geladen. Alles abgesichert. Okay. Ein Moderat. Das ist aber nett. Und ganz schön dunkel hier. Haben wir einen Lichtzauber? Lichtzauber 4. Sehr angenehm. Oh. So viele Schätze hier. Wir bekommen bestimmt nur eine Quest, wo wir die alle suchen sollen. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ein Lederbeutel und ein Trank. Obwohl, wenn das nur ein Lederbeutel ist. Vielleicht ist doch kein Quest. Ein schwerer Beutel gefüllt mit Münzen. Wir haben 8 Steintafeln. Das ist cool. Und die können wir noch nicht lesen. Das kann ich nicht lesen. Ja. Aber das ist okay, das lernen wir noch. Wie lange dauert es noch, bis wir aufsteigen? Knapp 3000. Ja, 3000 ungefähr.
Da ist noch ein bisschen was. Gut, gehen wir einfach ein bisschen weiter in den Sumpf. Einfach mal gucken, wo wir hinkommen. Oder wo wir nicht weiterkommen. Spätestens ja bei den Banditen, wurde uns ja gesagt. Das waren die zwei Banditen, oder? Ja, Piraten sind die Guten. Quasi die... Da ist nichts zu holen. Ich muss unbedingt braten. Liegt dort jemand? Oh, ist das der von den Wassermagiern? Ja. Oh je. Der ist aber wirklich nicht weit gekommen. Aber das heißt ja auch, ab diesem Punkt sollte ich nicht weitergehen, oder? Wir gehen natürlich trotzdem weiter. Wir gucken mal. Aber dort hinten scheint ja auch die Grenze zu den Banditen zu sein. Oh, ein Subfrei. Gegen die haben wir auch noch nicht gekämpft bisher. Und Gothic 1. Okay, ja, der bekämpft uns gleich. Einfach wieder nach Hause. Oh Gott, die rennt immer noch hinter mir her. Ich krieg dich noch. Okay, jetzt haben sie aufgegeben. Gut. Das heißt, da kommen wir später wieder, wenn wir eine Rüstung haben. Also der Bandit. Dann gehe ich jetzt schnell schlafen. Dann ist auch wieder hell. Und dann gucken wir zu den Piraten. Das war der falsche Eingang. Das war ein zu früh. Habe ich eigentlich Fokussteine bekommen? Ja, einen Fokusstein. Gut. Wir können dann auch gleich mal Bescheid sagen, dass wir den gefunden haben. Lenz? Lanze. Ich habe Lenzes Leiche gefunden. Möge seine Seele in Adanos Reich eingehen. Pass auf dich auf, mein Sohn. Noch so einen Verlust dieser Art will ich nicht beklagen müssen. Ich habe hier Lances Aquamarinring. Am besten du gibst ihn mir, damit er nicht in falsche Hände gerät. Adanos. Gut, jetzt reden wir mal mit dem Piraten, der dort steht. Und dann mache ich für heute Schluss mit dieser Folge. Und ich glaube auch insgesamt. Was bist du denn für einer? Du siehst nicht aus wie die anderen. Welche anderen? Na, die Magier, die sich da drüben bei den Ruinen herumtreiben.
Gehörst du etwa auch zu dem Verein? Ziemlich mutig von dir, hier alleine rumzulaufen. Wer bist du? Du hast sicher schon von mir gehört. Ich bin Alligator Jack. Gefürchtet im ganzen Land. Ich gehöre zu den wohl gefährlichsten Piraten in dieser Gegend. Mit unserem Kapitän Greg haben wir mehr Handelsschiffe geentert, als ich zählen kann. Du stehst hier sozusagen vor einer lebenden Legende. So süß. Und ich schwärmte von sich selber und steht hier mit einem Stück Käse und klappert daran. Kennst du einen Kerl namens Raven? Na klar. Er ist der Anführer der Banditen im Osten. Was willst du denn von dem? Ich muss ihn töten. Was denn, du? Wie willst du das denn anstellen? Ist der Kerl nicht eine Nummer zu groß für dich? Du kommst ja nicht mal an ihn heran. Die Banditen, die er um sich geschart hat, werden dir vorher das Fell abziehen. Du kommst doch noch nicht mal an ihren ersten Vorposten vorbei. So wie du aussiehst, kriegen die Banditen doch schon das Jucken in den Fingern, wenn sie dich von Weitem sehen. Ich habe eine bessere Idee. Du kommst mit zu uns. Und da denkst du erstmal gründlich darüber nach. Nachdem du erstmal unseren guten, selbstgebrannten Rum probiert hast, sieht die Welt schon ganz anders aus. Ich brauche eine Banditenrüstung. Was willst du denn damit? Die bringt dir nur Ärger ein, wenn du dich damit irgendwo sehen lässt. Jeder wird dich für einen Banditen halten und versuchen, dich zu töten. Hast du eine Ahnung, wo ich eine solche Rüstung finden kann? Wir hatten mal eine bei uns im Piratenlager. Aber ob sie noch da ist, weiß ich nicht. Euer Captain heißt Greg? Richtig. Er ist der größte Pirat, den die See jemals hervorgebracht hat. Ich glaube, ich kenne euren Captain. Er ist mir in Korinis begegnet. Greg? In Korinis? Unsinn. Greg ist mit einigen Jungs auf großer Kaperfahrt. Das Einzige, was Greg nach Korinis bringen würde, wäre eine Sträflingsgaläre des Königs. Er ist einer der meistgesuchten Männer im Land. Freiwillig geht er bestimmt nicht in die Stadt und lässt sich von der königlichen Garde in den Kerker werfen. Wenn du meinst. Wo ist euer Piratenlager? Siehst du den Höhlendurchgang da drüben? Wenn du da durchgehst und weiter nach Westen gehst, kommst du früher oder später zu unserem Strand. Da haben wir unsere Blockhütten. Wenn du willst, kann ich dich hinbringen, wenn du mir einen Gefallen tust. Und das wäre? Bevor ich zum Lager zurück kann, muss ich erst noch Fleisch für die Jungs besorgen. Du bist ein kräftiger Kerl. Ich könnte deine Hilfe bei der Jagd gebrauchen. Interessiert? Was jagst du denn? Normalerweise nur Alligatoren. Aber die kann man nicht essen. Außerdem gibt es hier in der Gegend auch gar keine mehr. Also nehme ich das, was da ist. Sumpfratten. Was? Die meisten Viecher, die es hier gibt, schmecken wie eingeschlafene Füße. Oder sind zäh wie Alligatorfleisch. Die fetten Sumpfratten sind das Einzige, was einigermaßen genießbar ist. Erzähl mir mehr über euch, Piraten. Wir leben hier schon seit Jahren. Damals, vor dem Krieg, kannte uns jeder, von hier bis zum Festland. Allein unsere Flagge verbreitete Angst und Schrecken unter den Kauffahrern. Aber die Zeiten sind nun vorbei. Schon seit Wochen haben wir kein Handelsschiff mehr vor dem Bug gekriegt. Unser Kapitän Greg ist los und versucht nochmal eins zu erwischen. Wir anderen sitzen in unserem Lager und drehen Däumchen, bis er wieder da ist. Hoffentlich bringt er fette Beute mit. Gut, damit vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.